3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dishonored. Wir sind immer noch ganz leise. Wir müssen auch ganz leise sein noch. Denn wir haben ja ein bisschen was vor. Wir sind letztes Mal, ist uns das Spiel ein bisschen gefrackt. Das heißt, wir müssen den Quatsch schmeißen, was wir letztes Mal gemacht hatten, wo wir uns die Rune geholt hatten hier oben. Müssen wir nochmal machen, aber das ist nicht so das Problem, sehe ich mal ein. Habe ich extra nicht gelöst gehabt. Ah. So. Flump. Und so haben wir schon mal den Alarm hier ausgeschaltet. Ja, ich lasse das mal hier, als ich wirklich da hinten lang weiter wollte, das Spiel verreckt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber es ist leider passiert. Ich würde mal E drücken, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt mal hier nach Seite gehe. Aber wir gucken mal, ob wir das hinkriegen, was ich jetzt vorhabe. Wer ist da? So hilf mir doch jemand! Du, er ist weg! So viel zum Thema, so hilft mir doch jemand. Ich denke, wir können jetzt gerade zu Fuß reingehen hier. Jetzt dieses Runchen mitnehmen. Ja. Das kennen wir schon. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Nehmen wir uns das zu essen. Das brauchen wir gerade so ein bisschen auch. Wir werden jetzt noch die Lichtwand da hinten deaktivieren. Das ist was Lustiges noch. Es tut mir leid, es musste halt leider sein. Aber er hat nichts bei sich, schade eigentlich. So, aber jetzt wir manipulieren auf jeden Fall dieses Ding noch. Denn flump. Wenn jetzt nicht mehr einer ankommt hier und uns hier quasi so ein bisschen an den Karren pissen will, was durchaus passieren kann von da drüben rüber, dann werden die mir schon gebraten. Die Startuhr, ne? Ach, Mann. Na gut. Wir wollen zum Holger Square gehen, richtig. Und diesmal spielen die Spieler schon noch gerade nicht ab. So. Wir machen uns hier ein bisschen sneaky. Zumindest ist das mein Plan. Nur ein Wachposten, aber den Aufseher holen wir auf jeden Fall. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht. Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich weiß, ihr habt's gehört, das ist mir tut mir leid. Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen. Respekt, das wird schon noch. Corvo, ja. Ich bin es. Aufseher Mart. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann... Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden. Und das kommen wir vor. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem
berüchtigten schwarzen Tagebuch. Mhm. Und dann verschwinden sie. Campbell okay. trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Wissen wir schon. Vielleicht können sie das zu ihrem Vorteil nutzen. Den werden wir umtauschen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Na, das schauen wir erstmal, ob wir das hinkriegen. Ja. Wenn ich die rechte Taste drücken würde, wäre es alles viel einfacher für mich. Aber gut. Lalalala. So, du hast jetzt den Raus. Du schließt das hier in meinen Rausch raus. Es ist endlich meine Art, aber ich hasse diese Aufseher. Diese Aufseher sind echt dermaßen schlimm, das glaubt ihr gar nicht. Denn die Aufseher haben. Ach, das zeige ich euch nachher irgendwann das nächste Mal. Aber tut mir leid, aber das muss leider sein. Das muss leider echt sein. Das ist echt. Nee, nee, das geht gar nicht anders. Seht's mir nach, Freunde. Zup. Ups. Halt. Was mach ich denn hier? So. Einmal hier hoch. Ups. So. Flump. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Aha. Oh. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hat er? Das Zeichen ist für einen Aufseher oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Das ist die Frage, gibt es hier einen Alarm, den ich hier ausschalten müsste? Ich glaube, hier drinnen ist einer in dem Kämmerchen da, aber... Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob es so ist. Warte mal. Flump? Nee. Da kommen wir nicht lang. Okay. Müssen wir mal überlegen, wie wir am besten weitermachen. Ich könnte mich da hinten lang schleichen, hinter dem Aufseher da lang. Und zwei Stück hier, wie ich gerade sehe. Der dritte müsste da drinne sein. Meine ich jedenfalls. Die Sau pinkelt. Packen ein, den Willi. Den will keiner sehen, du Ferkel. So, die beiden sind da drüben. Okay, schon mal in Ordnung. Wir haben doch... Warte mal, wo ist denn der Schatzhauer? Ist denn das jetzt? Nee.
Jemand ist tot. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Wachen, zu mir! Oh. Beim Outsider. Hat funktioniert, mein Plan. Naja, nicht ganz so, aber... Frohe Mahlzeit, ihr drei, ihr Ratten. Okay. Dann haben wir davon genug, das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir den richtigen Zauber wiederfinden. Und flump! Ich wollte ihn ja eigentlich nur betäuben, aber dann habe ich es leider versehen abgeworfen, weil ich gefehlt habe. Ich trottel dich. Na, ist egal. Springspinner. Die Kabelwerks hätten mich echt gerne mit. Davon kann ich echt nie genug kriegen. Auf die Zerreißbahn. Aufmachen? Ne, schade eigentlich. So, wir müssen da hinten rein. Das heißt, wir könnten... Ja, wie machen wir es am besten? Aufseher, Aufseher, Aufseher. Spiel war das Spiel wieder durch Internet. Ja, das wissen wir schon. Hauptklasse, die Rattentonnen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, genau. Was haben wir jetzt so vor? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Daran habe ich nie gezweifelt. Guck ihn dir an, schön auf dem Gulli oben drauf, die Sau. Wenn der jetzt hier runter pinkelt, ne, hau ich dir mal ernst auf den Platz. Das sage ich euch aber. Und rauchen tut er auch, die Sau. Ah. Das hören die auch überhaupt nicht, ne? Naja, was soll's, mir egal. So. Ich hätte voll den Schlüsselloch gucken sollen, ne? So ein bisschen, na, ist egal. Wir gehen erst zu den Zwingern. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Aha. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Gift verkoppelt nach einem Bottom of the Way. Ja, la 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 la. Missionshinweise. So, Flucht. Ich dachte, man hätte gedacht.
Was für eine Emily? Nimm das Verpressungstagebuch und eine Kampe an dich. Besuche die Archive. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Ach ja, wir haben ja ein Fragment gehabt, ne? Hallo, Worte! Ganz ruhig. Ich bin's nur. Boreal ist mit allen im überschwemmten Bezirk. Ich bin also allein heute Abend. Was? Seht mich nicht so an. Er schläft doch nur. Ihr seid ein Dutzend Wachen wert, jeder von euch. Da er allein ist? Und kann man hier eine Tür zumachen, bitte? Das ist ja schlimm hier. Dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Hey, so, passt schon, Worte. Hat er sich gerade einfach umgedreht, der Hund? Der Type? Gute Nacht. Ich kann ja kein eingesperrt sein, Runde. Nicht diesen Hebel betätigen. Es ist aber wichtiger, dass sie die Käfig nicht ohne Zustimmung öffnen. Mario ist krank und ziemlich temperamentvoll. Sollte sein Käfig geöffnet werden, kann es sein, dass er jeden angreift, der nur das Hebel bewacht. Hundeführer Warden. Okay. Naja, man kann ja eh nicht öffnen, habe ich mitgekriegt, ne? Also. Zellentür Nummer F ist sowieso zu. Hundchen! Hundchen! Aus!
Sitz! Aus! Platz! Böser Wart! Meine Güte, nee! Okay. War jetzt unklug. Okay, jetzt mal kurz kriegen, wie wir hier reinkommen. Ach ja. Ich wollte es unblutig machen, eigentlich. Aber sind wir mal ehrlich, sie haben mir keine Wahl gelassen, oder? Und irgendwie muss ich jetzt eine Kombination finden, wie ich die Tür aufkriege. Komm mit, du Knuddelhund. Ja. Gute Nacht. Irgendwie muss man da hinkommen, an diesen Code kommen. Aber das kriegen wir raus. Ist hier was Lesenswertes? Nee, ne? Da wusste ich nichts Besonderes. Okay, nur so ein Training an sich. Das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Was haben wir hier? Beuteversteck. Tür heraus, was wir wieder finden. Lügner Zunge, Wunderblick ihrer Geist. Ich denke, dass du gläubig und schlau genug bist, das Rätsel zu lösen. Aber nimm mich von den Ratten in Acht. Sie werden immer mehr, seit die alte Finn vergisst, die Hundekadaver zu verbrennen. Die Geburt, okay. Hä? Unter den Toten. Okay, unter den toten Hunden. Wir sind tote Hunde suchen, na toll. Wo ich da rein will. Ah ja, Idee hab wieder. Na ja, gut. Ah, ihr habt schon gegessen. Okay. So. Ich muss mir jetzt überlegen, wo ich an die Kombination komme. Und bei den... wie haben sie ausgedrückt gehabt? Ach, warte mal, ich guck nach.
Aha. Okay, okay, hier unten. Hey. Das siebte geboren, okay, Träumen. To the Main Hall. Ja, da gehen wir danach noch hin. Ich will aber erst hinten irgendwie dieses Ding da aufkriegen. Dafür muss ich mir was überlegen, wie. Warte mal. Halt, Zettel. Ist krank, wir sind gerade Medizin für den Hund. Öffnen Sie den in der Zwischenzeit nicht seinen Käfig. Ja, nichts zu Gewaltausbrüchen, würde. Ja, okay. Okay, passiert halt, ne? Wir haben schon geöffnet. Mein Fehler. Zwingenöffner. Die sieben Gebote, alles klar, okay. Ich muss mir das aufschreiben gleich wieder. Ich muss den Zettel nochmal kontrollieren, dann muss ich mir das aufschreiben hier. Okay, aber das kriegen wir hin, das machen wir gleich. Lebt der echt noch? Bin mir da gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Warum ich jetzt so gehen schleppe, weiß ich auch gar nicht so genau, aber ich habe schon eine Idee. Lalala. Tja, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss jetzt mal hier Zettel und Stift organisieren. Moment, das dauert einen Moment. Zettel haben wir schon mal hier, Stift haben wir hier. Okay, wollen wir mal gucken. Und zwar, wir brauchen jetzt die falsche Taste. Notizen. Kranker Hund. Beute versteckt. Da wollen wir hin, genau. Lügende Zunge. Also, wenn in der Blick ihrer Geist. Wie machen wir das am besten? Wir schreiben einfach mal. Und zwar, jetzt fangen wir hier mal an mit L. W. I, LWI, okay, alles klar. So, dann machen wir mal zurück. Dann brauchen wir jetzt mal die Bücher. Da haben wir die sieben Boote. Wir haben. Dann ist es die 2. Wandernder Blick ist die 1. Und der irre Geist ist die 7. 2, 1, 7 müsste das dann sein. Das probieren wir mal aus. Haha! Hallo! So. Ach ja, wir haben genug von den Elixieren. Wir sind halt echt sneaky drauf gewesen, ne? Mann, so viele Hunde. Okay, gut. Also haben wir es jetzt auch gelöst. Wir waren gut. Ist mein schlafenden Freund gefressen? Nee, ne? Sie haben den schlafenden Freund gefressen. Ach, toll. Spinn wohl.
Büro des Oberaufsehers gehen. Genau, da wollen wir jetzt hin. Wir müssen ja noch, und zwar müssen wir ja unseren Freund Oma Ona retten. Wo bin ich hier? Schlüsselloch, Treppe. Okay. Ist denn da irgendwas Brauchbares noch hier unten drin? Wir gucken uns vorher um. Das machen wir immer so. Oh, schön muss ich durch hier. Oh, ist das schön. Wieder durch die Tür gucken. Ein Aufseher, der jetzt gerade die Treppe hochgeht. Was zu unserem Vorteil ist sogar, denn wir haben uns ein bisschen. Denn der Hauptzeller selbst besitzt diese fünf Eigenschaften, mit denen er die Rechtschaffenen bezwingen will. Er ist geduldig, denn er wartet jede Stunde und jeden Tag unseres Lebens auf einen Moment der Schwäche oder Unachtsamkeit, in dem er unser Herz betreten kann. Er ist zu Denn man kann ihm nur mit äußersten Mühen widerstehen. Er ist mannigfaltig, denn er kann das Herz. Und er ist ewig, denn er lebte schon lange, bevor wir geboren wurden. Und wird dies noch tun, wir schon staub sind. Sie mag unter Anfällen leiden. Sie könnte vor sich hinsprechen oder gar grundlos lachen oder weinen. Vielleicht erkundigt sich. Ja, ja, ich weiß, dir fehlen so ein bisschen die Beine. Du kannst dir gar nicht den Bart kratzen, denn du hast eine Maske auf, du Vogel. Müssen wir endlich hin? Brandmarkungsanweisung, die sind da oben irgendwo in dieser Richtung. Das andere ist in dieser Richtung. Das heißt, wir müssen sowieso eine Etage höher, wie es aussieht. Das ist die Frage. Wo gehen wir jetzt lang? Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ich bin gerade echt so ein bisschen verwirrt sonst. Die Jungs sollen sich erstmal Jungs sollten sein. Das ist mir gerade erstmal wurscht. Halt.
Oder auch nicht. Ja, eigentlich vermeiden, ne? Na gut, aber wir machen es mal anders. Und zwar gehen wir erstmal. Oder wir können auch. Können wir hier nach hier links rumgehen, ne? Dann kommen wir da hinten lang, okay. Oh. Das Herz mal ausrüsten. Wo ist es denn? Da. Das Herz ist unter uns in dem Raum. Alles klar, okay. Dann nehmen wir uns einmal das Herz holen, bevor wir was anderes machen. Sonst wird es nachher ein bisschen zu hektisch nachher beim Rausgehen. Meiner Meinung nach. Flump. Zum Hinterhof. Okay, jetzt müssen wir gucken. Unten im Keller, alles klar, wenn wir irgendwie in den Keller kommen. Ja, Ruhe. Nein, 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 nein. Nicht so laut, mein Freund. Naja, ich weiß ja. So, ja. Müssen sie jetzt irgendwie in den Keller kommen, aber ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen wollen. Geht's hier in den Keller? Warte mal. Direkt unter uns, 8 Meter unter uns.